Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age hier immer noch auf Gleber. Und in der Zwischenzeit sind wir recht stabil, was unser Transfer von den Forschungsfläschchen nach Navis für die Forschung anbelangt. Wir haben hier ein nettes System, wo wir ein Raumschiff haben, ein neues Design, mit etwas mehr Schub, etwas mehr Verteidigung, sodass wir die verderblichen Fläschchen möglichst schnell ans Ziel bringen. Und wir machen das so, Fläschchen von Gleber nach Navis und von Navis nach Gleber. Bringen wir dann die Mikroprozessoren, den Raketenbrennstoff, die Leichtbauteile, alles was wir brauchen, um eine weitere Rakete starten zu können, plus Sprengstoff, denn wir haben auch eine Raketenproduktionsaufkleber. Und heute werden wir dann wahrscheinlich sehen, oder hoffentlich sehen, wofür wir das brauchen. Denn wenn wir einen Schritt weiter kommen wollen, muss ich mich hier von Gleber lösen können. Und das geht nur, wenn ich auch sicherstellen kann, unsere Fabrik hier wird nicht von den Fünfbeinern überrannt, und dafür brauchen wir etwas Verteidigung. So wie das hier auf Gleber funktioniert, wir haben keine Verschmutzung, aber wir haben Sporen, und Sporen werden hier durch unsere Farmen produziert und die breiten sich aus. Und derzeit haben wir keine Nester in dem Bereich. Aber das kann sich grundsätzlich ändern. Und ich habe mir da zwei Maßnahmen überlegt, um das zu verhindern. Die eine ist eine Mauer rundherum, so dass es keine Migration von außen in den sporenverseuchten Raum gibt. Und das andere, das ist etwas, was wir hier sehen können, wenn wir auf Umweltverschmutzung gehen, dann sehen wir hier, wie viel Sporen wir erzeugen und wie viel Sporen wir konsumieren. Und da sehen wir, der Boden schluckt was, aber auch Bäume schlucken was. Und hier denke ich, können wir, wenn wir mehr Boden verlegen, hoffentlich die Gesamtmenge kompensieren, die wir hier produzieren. Wir sind hier bei 150. Und wir sind hier auch etwas bei 150. Das heißt, in dem Gebiet sind wir in der Lage, die Ausbreitung der Sporen bereits einzudämmen, sodass sich das Gebiet nicht weiter ausbreitet. Aber was hier vielleicht ein bisschen ein Problem ist, oder sein kann, ist, wir brauchen Landaufschüttung und wir brauchen Mauern. Und beides braucht Stein. Und Stein gibt es hier nicht allzu viel. Hier hatten wir ein kleines Feld, da haben wir ein kleines Feld, da haben wir ein kleines Feld. Und dann müssen wir weit laufen, bis wir weitere kleine Felder finden. Aber wir machen auch bei der Forschung weiter, denn hier
Kommt noch ein Raketengeschützturm und das ist etwas, was ich in unsere Verteidigung integrieren will. Machen wir doch all das auch mal, bis wir hier unsere Queue voll haben. Und damit sollten wir in der Lage sein, allfällige Angriffe oder Annäherung an die Mauer entgegenzuwirken. Denn was ich herausgefunden habe, ist, mit den Raketen, da komme ich klar gegen wie heißen die kleinen Stampfer. Aber sobald da ein mittelgroßer dabei ist, keine Chance. Also da müssen wir etwas haben, was mehr Schaden anrichtet, als ich das mit meiner Munition machen kann. Aber wir brauchen dazu erst mehr Forschung und dann müssen wir uns überlegen, wie könnte denn so ein Layout für eine Fabrik, für eine Mauer, nicht für eine Fabrik, aussehen. Ich bin hier immer noch am Warten auf die Landausschüttung, bis das fertig wird. In der Zwischenzeit haben wir hier fast keinen Stein mehr, so dass ich dazu übergegangen bin, den hier von Navis zu importieren. Aber das ist ein langwieriger Prozess, denn pro Rakete, die wir hochschicken, haben nur 20 Landaufschüttungen Platz. Aber wir sollten das so hinbekommen. Hier habe ich ein Setup ausprobiert, wo wir wieder die Eier vermehren können, damit wir hier Bioreaktoren erstellen können. Und hier ein bisschen mit Logistik, sodass wir eigentlich nur immer wenige Eier hier in dieser Kiste haben, denn wenn wir keinen Bedarf haben, die Eier zu verarbeiten, dann verderben die und werden zu unreifen Fünfbeinern. Darum haben wir hier auch ein paar Raketentürme. Wenn wir hier nach drüben schauen, dann habe ich hier mal ein Setup geplant für grüne Schaltkreise. Hier unser Logistikzentrum, wo wir schon diverse Dinge produzieren. Und was wir auch machen müssen, darum werden wir hier nicht drum rumkommen, wenn wir hier für die roten Schaltkreise werden wir Kunststoff brauchen, wir werden Schmiermittel brauchen für die Roboter bzw. für die Elektromotoren, die wir für die Fluggestelle und die Roboter brauchen. Und dann werden wir eine Raumplattform brauchen, wo wir aus der Umlaufbahn Kohlenstoff und Schwefel importieren können, so dass wir hier nicht auf der Oberfläche den Schwefel und den Kohlenstoff erstellen müssen, denn ich versuche hier etwas weg von den Bioreaktoren zu kommen, damit wir nicht so viel Nährstoffe verbrauchen. Aber mit dem ganzen Setup werden wir hier, zumindest auf dieser Seite, etwas mehr Brei produzieren müssen. Was heißt, wir werden hier
wahrscheinlich eine weitere Farm oder zwei brauchen. Was heißt, mehr Sporen. Drum ist es wichtig, dass wir uns hier einmauern und uns gegen außen schützen. In der Zwischenzeit haben wir auch hier den Raketengeschützturm erforscht. Dafür brauchen wir allerdings noch Kunststofffasern. Die Kunststofffasern, die machen wir auch wieder aus Brei und Kohlenstoff. Das heißt, all das, was ich gerade erwähnt habe, ist quasi Vorbedingung für eine Verteidigungsanlage mit Raketentürmern. Darum denke ich, unsere initiale Mauerverteidigung wird Version 1 sein, nur mit Geschütztürmen, und dann werden wir die zu einem späteren Zeitpunkt mit Raketentürmen verstärken. Der ganze zusätzliche Boden ist nun endlich platziert, und wie ihr seht, habe ich hier unten auch schon ein Setup angefangen, das uns Kunststoff herstellen kann. Was noch nicht gemacht ist, ist hier die Verbindung zu Gelee und zum Brei. Das machen wir, wenn wir die Untergrundbänder haben und wenn wir dann effektiv auch so weit sind mit unserer Verteidigung, dass wir da mehr Breiproduktion an den Start bringen können. Aber ich denke, nun sollten wir mal überlegen, wie machen wir unsere Verteidigung. Und da sehe ich eine Mauer, und die Mauer muss nur einstig sein, denn hier geht es nicht darum, dass die Mauer da ist, um Angreife zu verhindern, sondern um die Bewohner außen vor zu halten. Und ich denke, die Mauer selbst werden sie nicht angreifen. Und dann werden wir hier entlang eine Reihe haben und ein Förderband, und mit dem Förderband werden wir sicherstellen, dass wir da Munition zu unseren Türmen ranbringen. Und dann brauchen wir noch Strom. Machen wir so. Und wir wollen hier außen rum auch noch die Logistik haben, denn nur so können wir sicherstellen, dass wenn da was angegriffen wird, dass da dann das auch entsprechend repariert wird. Und ich denke, das ist unsere Mauer. Machen da vielleicht noch ein Mauersymbol hin. Hier das Häkchen. Und dann ist das Mauer für Kleber. Sehr schön. Und
was ich dann auch noch machen möchte ist, aber das packen wir nicht in die Blaupause rein, dass wir da dann auch noch Radare aufstellen, so dass wir den Überblick haben, wo es alles, was da rund um unser Innenleben geschieht. Und ich denke, wir müssen mal hier nach draußen und etwa auf dieser Höhe machen wir die vertikale Mauer bis hier unten hin und dann hier auch wieder bis etwas mehr als unsere Sporen ausgebreitet sind und dasselbe hier oben. Und ich denke, das wird etwas an Material und Zeit bedürfen. Darum verabschiede ich mich hier mal. Und nächstes Mal werden wir dann sehen, wie bekommen wir Kunststoff und all die anderen Produkte, die wir hier noch benötigen, auch mit an den Start. So dass wir hier eine vernünftige Produktion von all den Materialien anbieten können, die wir brauchen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!